Kopenhagen oder Amsterdam gelten als Fahrradstädte. Der nationale Radverkehrsplan, eine Initiative des Bundesverkehrsministeriums, hat sich international solche Vorreiterstädte angeschaut und deren Finanzierungen in einem Schlüssel zusammengefasst. Diesen haben die Aktivisten der Initiative Volksentscheid Fahrrad für ihre Berechnung benutzt. Tilman Bracher, Mobilitätsexperte am Deutschen Institut für Urbanistik, wurde in den nationalen Radverkehrsplan berufen. Nach dem nationalen Radverkehrsplan gibt es die Schätzung, dass man für eine Stadt, die fahrradfreundlich werden möchte, 13 bis 18 Euro pro Einwohner und Jahr bräuchte. Das heißt, für Berlin mit 3,4 Millionen Einwohnern sind das etwa 70 Millionen. Und in 8 Jahren wären das dann 560 Millionen. Das sind aber jetzt Zahlen, die nicht konkret an Projekten orientiert sind, sondern Empfehlungen aus dem nationalen Radverkehrsplan. Weder die Kostenschätzung des Senats noch die der Initiative würden demnach etwas über die tatsächlichen Kosten aussagen. Für eine seriöse Kostenschätzung sei laut Tilman Bracher eine aufwendige Vorplanung notwendig. Dafür hatten weder der Senat noch die Initiative Zeit. Vom Senat gibt es aber die 20-seitige Kostenschätzung. Die hat Stefan Gelbhaar, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Berliner Grünen im Abgeordnetenhaus, auf Plausibilität geprüft und hält sie für unseriös und mangelhaft. Beispiel vielleicht Radschnellwege. Da gibt es eine Zahl aus den Niederlanden und aus Dänemark. Da kostet ein Kilometer rund 1 Million Euro. Dann gibt es eine Zahl aus Nordrhein-Westfalen. Da kostete das 1,87 Millionen. Und der Senat hat einfach 3,25 Millionen angenommen, ohne Begründung. Die Kostenschätzung stammt aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Planungsreferatsleiter Horst Wohlfahrt von Alm wirft Aktivisten und Opposition vor, es fehle ihnen an baulicher Sachkenntnis. Das zeige sich erstens an den niedrigen Qualitätsanforderungen, die sie anlegten. Und der zweite hohe Kostentreiber ist die kurze Geschwindigkeit. Uns wird sozusagen im Radverkehrsgesetz 8 Jahre Zeit gelassen für Maßnahmen für die andere Städte und Gemeinden, und da spreche ich jetzt mal Kopenhagen und Amsterdam an, 30 bis 40 Jahre gebraucht haben. Auch Mobilitätsexperte Tilman Bracher hält das 8-Jahres-Umsetzungslimit für problematisch. Ich würde dann eher sagen, das verteilt sich wahrscheinlich auf 15 Jahre und dann liegen wir genau da, wo wir auch in diesen Bundeszahlen sind. Nämlich bei circa 1 Milliarde Euro. Also gerade mal der Hälfte der vom Senat geschätzten Kosten für den von der Initiative geforderten Zeitraum.